Günther, mach mir es bitte nicht noch schwerer. Bitte, Helga, bleib. Nein, Günther. Du darfst nicht fahren, Helga. Hörst du, du darfst nicht. Die letzten Urlaubstage werde ich bei meinen Eltern sein und dann findest du mich auf der Baustelle. Vielleicht entscheidest du dich jetzt, was du machen willst. Wieder was? Bezahl erstmal deine Schulden. Hast du da immer bekommen, oder? Quatsch nicht so viel rum. Wann krieg ich's? Du kennst ja die Schwierigkeiten, die Gellner gemacht hat. Aber ich glaube, das haben wir jetzt gut geschaukelt. Bist du sicher? Seine Alte hat sich von ihm getrennt. Lotze hat gesehen, wie sie mit dem Koffer in Richtung Bahnhof gelatscht ist. Die Gellner hat wirklich nicht gekascht. Ach, Kinder gräbt sich da seine Grube selber. Da kommt er. Bisschen angepufft ist, aber sowas gibt sich. Dann können wir wieder ran und du kommst zu deinem Geld. Wird Zeit, dass du kommst. Was ist denn mit dir los? Vielleicht solltest du mal reden. Naja, war ja nur so ein Vorschlag. Schicht arbeiten? Ich war natürlich nicht Ihr Schichtleiter. Als Tankwart, da will einer weg. Du willst nicht mehr einen Schichtleiter machen? Das ist mir doch egal. Eine andere Schicht will ich.
Das entscheidet doch der Alte. Naja, aber wenn ihr wolltet und du mit ihm redest. Der Alte will dich aber als Schichtleiter. Naja, war nur so ein Gedanke. Sag mal, du willst doch heiraten in ein paar Tagen. Schau bloß auf. Wieso? Stimmt was nicht? Weg ist er. Im Ernst? Ja, im Ernst. Das wird da wieder in Ordnung kommen. So eine Frau lässt man nicht laufen, die hält man fest mit beiden Händen. Hast du eine Ahnung, Junge? Die hätten mich doch fertig gemacht. Fertig gemacht? Wer? Warum? Hör mal, Günther. Dass Helga weg ist, das hat einen Grund. Das tut sie doch nicht nur so. Sicher nicht. Hast recht, ich werde sie zurückholen. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Hochzeit verschoben wird. Verschoben? Oh, ein paar Jährchen. Was soll das heißen? Hä? Oh, nicht. Ja, hier ist die 578384. Ich hätte gern Arnhof 367. Ja, danke, ich warte. Arnhof, ist sie da? Ja. Ich werde dir sagen, dass ich mich morgen früh ins Auto setze und zu ihr fahre. Ja, hier ist Kellner, ich. Ich will dir mal einen guten Rat geben. Neugierige Weiber, das laufen, die gibt's wie Sand am Meer, aber gute Kumpel, die findest du nicht so oft. Ich sagte, das in deinem Interesse. Und wenn's gut. Sonst. Was sonst? Sonst muss ich mal um die Dame kümmern. Steht zu viel auf dem Spiel. Scheiße. Du wirst dir den Hals brechen, wenn du fährst. Feuer brauchst du, mein Junge. Die letzten Urlaubstage werde ich bei meinen Eltern sein. Danach kannst du mich auf der Baustelle finden. Vielleicht erzählst du mir dann, wie du dich entschieden hast. Lass laufen, ich sag dir das in deinem Interesse. Da steht zu viel auf dem Spiel. Du wirst den Hals brechen. Ja, danke. Wann kann man ihn denn besuchen? Ja. Tag, Chef. Wie steht's denn mit Kellner? Schlimm. Ja, danke, Schwester. Ich rufe heute Abend noch mal an, ja? Wie das bloß passieren konnte. Nach der Schicht wollen wir zu ihm. Das ist unmöglich. Er ist doch immer noch ohne Bewusstsein. Armer Teufel. Wer macht denn den Schichtleiter? Ramminger. Ramminger? Sie werden ihn da reinsetzen, Chef. Oder? Schon was gefunden? Nee, Kollege Hübner. Bis jetzt nur Unfallfolgen. War ja auch bloß eine Vermutung. Ziemlich vage. So vage wie die Hinweise an der Tankstelle. Und die Kontrollen beim Tiefbau? Ruf doch gleich mal an. Ja. Genosse Koch! Telefon! Ja, ich komme. Bin gleich zurück.
VEB Tiefbauwarnleitung noch. Augenblick bitte. Die sollen sämtliche Transportfahrzeuge im Bauabschnitt 3 einsetzen. Ich komme gleich nach. Entschuldigen Sie bitte, Genossin. Jetzt stehe ich zu Ihrer Verfügung. Ja, die Kontrollen sind durchgeführt worden. Aber die Vermutungen der Kollegin haben sich nicht bestätigt. Sämtliche Kraftfahrer sind ihre vorgeschriebenen Touren gefahren. Die Kollegin ist in Urlaub. Sollen wir sie zurückrufen? Wir würden das auch nicht gerne tun. Sie will nämlich heiraten. In einer Woche ist sie zurück. Ja, in Ordnung. Kollege Hübner! Ja? Ich habe was gefunden. Sehen Sie sich mal den Radbremszylinder an. Die Entlüftungsschraube. Da war vor kurzem jemand dran. Ja? Nichts? Gut, danke schön. Die Kontrollen beim Tiefbau haben nichts ergeben. Wollen wir ablassen? Die Kontrollen beim Tiefbau sind 3 Tage lang gelaufen. Aber was war vorher? Vielleicht waren Sie gewarnt. Und wenn? Was ist passiert? Was hat Sie aufgeschreckt? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Kannst du auch nicht, weil du nichts von den Manipulationen an Geldners Waren weißt. Der Verdacht hat sich also bekräftigt, dass ein Eingriff erfolgte. Und das Motiv? Die Vermutungen der Kollegin vom Tiefbau können sich bestätigen. Wir haben ja schließlich nicht nur diesen einen Hinweis bekommen. Wir sollten in diesem Falle vielleicht einen besonderen Weg gehen? Ja. Ramminger! Chef? Ach so. Naja, man fühlt sich wieder mal moralisch verpflichtet. Nehmen Sie das. Wo wäre ich denn? Ich dachte, damit wäre endlich Schluss. Ist diese Schweinerei also doch weitergegangen? Na, Sie haben doch den Schweinehirten eingestellt. Ich meine den Gellner. Wir hatten das als Hinweis verstanden. Das sollte es doch auch sein, oder? Ich habe ihn als Schichtleiter eingesetzt, um der Sache einen Riegel vorzuschieben. Denken Sie mal an. Und er war tatsächlich der Meinung, Sie hätten ihm mit diesem Posten klarmachen wollen, Vertrauen gegen Vertrauen. Es war ein Vertrauensbeweis für einen jungen Menschen. Gellner hat sie schon richtig verstanden. Aber uns mit der Zeit auch. Ihn zur Beruhigung, dass Sie uns freie Hand gelassen haben, das hat er nicht gewusst. Er hielt sie für sauber. Ach Gott, nehmen Sie das Geld weg. Wir haben uns gedacht, unser Chef hat ja nur wieder ein reines Gewissen. Aber soll er deswegen verhungern? Das ist doch nicht anständig, das kann man da nicht machen. Gellner überlebt es nicht, hört doch wenigstens jetzt auf. Er überlebt es nicht? Was hat das mit uns zu tun? Hat das etwa nichts mit euch zu tun? Nee, Chef. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe Augen und Ohren. Und das sollten Sie wissen. Ich könnte auch den Mund aufmachen. Also seien Sie jetzt wenigstens vernünftig und gehen Sie an Ihre Arbeit. In Ordnung, Chef. Ich werde die Truppe schon in Gang bringen. Sie setzen mich da wieder als Schichtleiter ein. Deshalb das Geld? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Na, Sie wollen es ja nicht einen anderen vor die Nase setzen. Den hauen wir einen Sack, dann können Sie die Bude schließen. Damit haben Sie mich schon einmal erpresst. Damals ist es Ihnen gelungen, aber das war das letzte Mal. Aber, Chef, wir haben Sie dann da an. Also, Sie werden nicht Schichtleiter. Ich wüsste, überlegen Sie sich noch. Ich kenne Sie zu gut, Chef. Sagen Sie, wo ist der Tankstellenleiter? Da hinten. Herr Kerber. Ja, bitte. Kriminalpolizei. Das ist Leutnant Arndt und ich bin Oberleutnant Hübner. Kriminalpolizei? Wir hätten einige Fragen an Sie. Sie betreffen den verunglückten Mitarbeiter Ihrer Tankstelle, den Kollegen Gellner. Bitte. Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nicht, was es in so einem tragischen Unglücksfall noch aufzuklären gibt. Die Genossen von der Verkehrspolizei haben mir doch erklärt, dass der Gellner zu schnell gefahren ist. Er ist sonst sehr zuverlässig, trotz seiner Jugend sehr besonnen. Besonnen?
Und da fährt er auf kurvenreicher Strecke über 100 Stundenkilometer. Bisschen eigenartig, ne? Ich verstehe es auch nicht. Hat sich denn vor Antritt der Fahrt etwas Besonderes ereignet, was ihn sehr aufgeregt hat? Waren Sie hier, als der Kollege Gellner abgefahren ist? Ja. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Nein. Doch. Was? Der Kollege Gellner, der hatte dort unten in dem Schuppen seinen Wagen untergestellt. Ja, da ging ich vorbei, das Tor stand offen und der Kollege Gellner stand vorne an seinem Wagen, zusammen mit dem Kollegen König. Können wir den Schuppen mal sehen? Bitte. Moment. Bitte? Wo stand Gellners Wagen? Hier links. Und am Wagen standen Gellner und König. Worüber unterhielten sich die beiden? Das konnte ich nicht verstehen. Ich war ja viel zu weit entfernt. War es ein erregtes Gespräch? Ja, vor allem Gellner war sehr erregt. Dann spricht man doch nicht leise. Natürlich nicht. Aber man kriegt doch so allerlei mit, ne? Was kriegt man mit? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Wem gehört dieser Wagen? Mir. Steht er immer hier? Ja, während ich im Betrieb arbeite. Mhm. Wir wollen uns noch ein wenig umsehen und möchten Sie nicht aufhalten. Schönen Dank, Herr Kerber. Bitte, und falls Sie mich brauchen, ich bin im Büro. Na, dann wollen wir mal. Und der Name seiner Verlobten? Kein Familienname? Hm. Sonst noch was? Also dann bis morgen, falls du nicht nur irgendwas von Bedeutung erfährst. Von der Tankstelle? Gellner war verlobt mit einer gewissen Helga, Familienname unbekannt. Sie hat ihn einen Tag vor dem Unfall verlassen, 3 Tage vor der Hochzeit. Hm. Weder Kerber noch irgendeiner aus Gellners Schicht hat uns etwas davon erzählt. Außerdem weiß angeblich aus der Schicht keiner etwas von ihr. Weder wer sie ist, noch woher sie kommt. Vielleicht gibt es Briefe von ihr in seiner Wohnung. Oder die Nachbarn können Auskunft geben. Wir werden sehen. Wir sollen also aufhören. Das wäre doch sehr dumm von uns. Mhm. Dummheiten soll man keine machen. Du bist also auch meiner Meinung. Meine Dummheit hast du schon gemacht. Ich? Mhm. Gellners Unfall. Aber du hast mir doch gesagt, ich soll mich drum kümmern. Und du hast dich drum gekümmert. Aber ich hab da gar nicht. Ob dir denn die Polizei glaubt? Was heißt denn Polizei? Ah, so wird das Ding gedreht. Jetzt willst du mich reinlegen. Wir sind zwei, du und ich, und so soll es auch immer bleiben. Du fährst gut dabei, verlass dich drauf. Na, was ist? Ich hab da bloß gemeint, wir sollten mal eine Pause machen. Bis wieder Ruhe im Laden ist, weißt du? Genau, und ich setz auch noch hinzu, bis wir die Kleine soweit haben. Die guck ich mir jetzt mal an. Schließlich wollen wir ja die Jugend fördern. Psst, Leute. Worum geht's denn? Thema 1. Na, Kollegin, kommen Sie klar? Warum nicht? Wann steigt denn die Feier? Was denn für eine Feier? Als frisch gebackener Schichtleiter, da darf man seinen Einstand nicht vergessen. Vergessen habe ich es nicht, aber jetzt... Wegen Gellner. Aber ist er immer noch nicht bei Bewusstsein? Er spricht für Sie, aber wir können ihm da nicht helfen. Beim Begräbnis, da gibt es auch einen Leichenschmaus, weil das Leben weitergeht. Und hier in der Tankstelle muss es auch weitergehen. Na, Sie zum Beispiel, Sie sitzen ja schon auf Gellners Stelle, Frau Rohrberg. Aber nur so lange, bis Gellner wiederkommt. Ach, das wird dann nicht mehr. Ja, ob sich jetzt in eine Kneipe setzen? Wie kommen Sie denn da drauf? Ich hab da ein kleines Wochenendhäuschen. Wir haben uns gedacht, wir fahren da raus. Na, wir müssen uns da kennenlernen. Wollen gutes Kollektiv sein. Einverstanden. Na, also ich würde sagen, gleich morgen nach Schichtschluss. Hm? Wir besorgen mit Bier. Und Sie bezahlen.
Ein kleines Häuschen, nennen Sie das? Na ja, man hat sich was zusammengespart. Gefällt's Ihnen? Wenn's innen so schön ist wie außen? Im Sommer muss es hier wunderschön sein. Aha. Haben Sie das Haus selbst gebaut? Oh, man hat doch seine Leute. Wie machen Sie das nur? Oh, man muss ein bisschen erfinderisch sein. Sind Sie das nicht? Hab noch keine Gelegenheit gehabt. Sie arbeiten doch nicht das erste Mal bei einer Tankstelle. Das nicht. Also doch nicht ganz unerfahren. Man erlebt so manches. Und lebt. Ja, Leben. Sowas müsste man auch haben. Natürlich viel bescheidener. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Denn wohl, Schichtleiterin. Wo ist Sabine? Ab heute sind wir da alle per Du, ist ja klar. Ist klar. Die anderen melden sich. Darf ich euch unsere neue Schichtleiterin, Sabine Rohrberg, vorstellen? Hallo. Ich bin Yvonne. Erich hat recht, bist wirklich eine reizende Person. Was hast du reizend? Das ist ganz süß. Ich bin Susi, wir werden uns schon noch kennenlernen. Prost, Freunde. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Hellwig. Hier habe ich euch einen guten alten Freund mitgebracht. Susi, seid ihr mal so lieb und geh in die Küche. Ich habe ein paar kalte Platten zurecht machen lassen. Jawohl, großer Friedrich. Großer Friedrich? Ja, Fritz. Hier sehen Sie ein Foto eines der sichergestellten Maulschlüssel aus dem Schuppen. An der Entlüftungsschraube haben wir Schartenspuren festgestellt, die nur von diesem Maulschlüssel herrühren können. Hier die Gegenüberstellung der Scharten und des Reliefbildes. Also offensichtlich das Tatwerkzeug. Aber wir haben noch mehr. Der Täter muss mit Schweinslederhandschuhen gearbeitet haben, die am rechten Daumen einen Riss aufweisen. Hier sehen Sie die Spuren am Griff des Maulschlüssels und hier die Vergrößerung der Spuren. Du kennst solche Sachen? Lass mir da mal einer mit 100 Liter Diesel durchgegangen. Was machst du denn da? Aus der eigenen Tasche zahlen? Wärst du dabei nicht arm geworden? Pff, warum gehst du überhaupt nicht rein? Legen Sie mich gerne. Du musst erst geboren werden, ne? So ist es. Da hatte dein Vorgänger Gellner mal eine prima Idee. Ein Kraftfahrer hat uns um 100 Liter beschissen. Also muss der nächste 20 Liter mehr aufschreiben, was er tankt. Die ganze 10 Mal und die Kasse stimmt. 10 Mal? Das sind nur dann 200 Liter. Kleinigkeit muss ja für den Tag für uns übrig bleiben. Und für den Kraftfahrer. Klare Rechnung. Sag mal, tanzen kannst du gar nicht, großer Friedrich. Oh, hast du eine Ahnung? Tanze wie ein Nussknacker. Männer scheint ja ganz schön scharf zu sein. Oh, sieht ja auch ganz gut aus, ne? Ramming auch auf Sie. Na und? Das macht doch nichts. Dein Hellwig ist wohl ein ganz schüchterner. Ach, der. Hat noch keinmal getanzt. Hm. Woher kennst du den? Ach, das bringt der Beruf so mit sich. Kraftverkehr. Und das macht ihn so trübselig?
mal mit. Ich zeig dir was. Ramminger kriegt die Sache in den Griff. Mir wird lieber, er bekäme das Geld in den Griff, was ich von ihm zu kriegen habe. Mein Mensch steht ein bisschen auf dem Luftschlauch. Du weißt doch warum. Und das wird schon wieder. Ja. Eins. Da kommt Trinkgeschlucke. Ja, Rocha. Gefällt's dir? Alles gefällt mir. Kannst du ja auch schlafen, wenn du mal übers Wochenende rauskommen willst. Schön wär's schon. Ja? Ich kann nicht hier schlafen, du bist doch verheiratet. Ist doch längst keine Ehe mehr. Wir haben uns völlig auseinandergelebt. Trotzdem. Schade. Schade. Ich hab da eine Idee. Hm? In der Nähe wird ein Grundstück verpachtet. Das wäre was für dich. Du spinnst, woher soll ich denn das Geld nehmen? Ich streck dir vor, was du brauchst. Du bist verrückt. Kannst mir irgendwann mal zurückzahlen. Machst mir damit eine große Freude. Wirklich? Bin keiner, der noch redet. Wo ist hier das Bad? Links auf dem Flur. Du bist nett. Ich habe ein ernsthaftes Wort mit dir zu reden. Du kriegst das Geld wieder, Junge. Die Sache läuft ja prima. Wie wär's mit einem neuen Heftchen? Zahl erst deine Schulden. Was geht da weiter? Erst will ich was sehen. Helvig, wollen wir nicht tanzen? Aus dem Amt. Zum Telefon. Wo? Leutnant Arndt. Ah, du bist. Was Neues? Ist ja interessant. Und du nimmst an am Sonnabend. Vorschichtschluss? Ja, natürlich. Moment mal. Was ist denn mit Gellners Braut? Natürlich. Nichts Neues. Aha, das ist schade. Das ist nämlich sehr wichtig. Gut, aber bleib dran. Ja? Also dann tschüss. Nach dem Unfall dachten wir, Gellner will Schluss machen. Ich habe noch kurz vorher mit ihm gesprochen. Er wollte unbedingt aus seiner Schicht raus. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Wir wissen nichts Genaues, aber... irgendwas stimmt nicht in unserem Laden. Wir? Ich meine die Kollegen meiner Schicht. Ja, warum haben Sie nicht mit dem Leiter Ihrer Tankstelle gesprochen? Haben wir gemacht, haben wir. Kerber hat uns gesagt, dass alles in Ordnung ist. Die Bücher stimmen, wir liegen genau im Plan. Aber Gellner muss irgendwie unter Druck gestanden haben. Was möchten Sie? Entschuldigung, ich suche Herrn Gellner. Wen suchen Sie? Ist er nicht hier? In seiner Wohnung war er nicht. Ich bin seine Braut. Ja, aber wissen Sie denn nicht? Wir tun wirklich alles. Wir werden Sie sofort benachrichtigen, wenn Herr Gellner das Bewusstsein wieder erlangt. Wie sind Sie zu erreichen? Ich gebe Ihnen eine Telefonnummer. Danke, Herr Doktor. Danke.
bis jetzt habe ich gewartet. Und nun habe ich ihn wiedergefunden. Und ich habe die Schuldigen gesehen. Wen meinen Sie damit? Wie können Sie so etwas behaupten? Wir kennen uns erst seit ganz kurzer Zeit. Hübsch hier. Tja, das Wochenende einfach mal rausfahren. Ohne Wagen ging das gar nicht. Ach, weißt du, hier möchte ich mal Urlaub machen. Aber mit dir. Da zum Beispiel. Das ist doch bestimmt ein Interhotel. Klar. Ja, was das kostet. Na und? Darf ich bitten, Knefrau? So. Jetzt essen wir hier und dann besprechen wir die ganze Angelegenheit. Was willst denn du besprechen? Nur unsere Hochzeit. Die feiern wir nämlich hier und dann bleiben wir noch 14 Tage. Ist das dein Ernst? Was denn? Willst du mich etwa nicht heiraten? Doch, natürlich. Aber hier? Naja, für uns ist nichts zu teuer. Oh, Großmaul. Hast du wenigstens was davon, wenn ich dich küsse? Es war kein Scherz. Günther hatte Geld, viel Geld. Mehr, als er in seinem Beruf verdienen konnte. Woher? Haben Sie ihn nie danach gefragt? Nicht nur einmal. Du wolltest immer wissen, woher ich mein Geld habe. Ich frage nicht mehr. Ich kann es nicht ausstehen, wenn du mich belügst. Wir haben Geschäfte mit Diesel gemacht. Seit einem halben Jahr. Das hat mir fast 20.000 Mark gebracht. 20.000 Mark? Ja. Heute habe ich Ramingo und den anderen gesagt, ich steige aus. Ich werde mir doch wegen der paar lumpigen 1.000 Mark mein Leben nicht versauen. Lumpige 1.000 Mark, haben sie gesagt? Du kannst doch rechnen. Also rechne mal. Pro Schicht so und so viel Fahrzeuge betankt mit einem Plus von so und so viel Litern für uns. So und so viel Schichten pro Woche, so und so viel pro Monat. Ja, bei dir, Junge, da geht das ein halbes Jahr. Aber bei uns geht das ein paar Jährchen. Da läppert sich was zusammen. Ehe du hinguckst, sind es ein paar Hunderttausend. Ein paar Hunderttausend? Ein paar Hunderttausend habt ihr schon? Sag ich. Na, sagt Warminger. Willst du genau wissen? Das könnte eine Million sein. Was willst du denn jetzt machen? Schluss will ich machen, das habe ich Ihnen gesagt. Ich will eine andere Brigade. Die Antwort war, du überlegst dir gut. Ja, schade um dich. Was meinen die denn damit? Mensch, Mädchen, die haben mich in der Hand. Günther, du musst zur Polizei gehen. Das ist doch nicht dein Ernst und anschließend gehe ich ins Kittchen. Doch, wir werden das zusammen schon durchstehen. Ich dachte, wir wollen heiraten. Ja, Günther, wir werden heiraten. Aber erst, wenn die Sache in Ordnung ist. Nee. Das ist zu viel verlangt. Günther! 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 Für mich ist das doch genauso schwer wie für dich. Verstehst du das nicht? Ich will doch mit dir leben können. Geh zu deinem Chef. Ich weiß, dass der dich mag. Der wird dir sagen, was du tun musst. Vielleicht hätten sie ihm den Weg abnehmen sollen. Zur Polizei gehen. Das wäre für ihn keine Hilfe gewesen. An diesem Abend ging ich allein nach Hause. Und auf einmal, ganz plötzlich, war ein Gedanke da. Unsere Kipperfahrer. Ich bin Dispatcherin auf der Großbaustelle Nord. Mir war es manchmal so vorgekommen, als würden einige von ihnen nicht die vollen Touren fahren. Bisher waren das nur Vermutungen. Aber jetzt plötzlich wurde es zur Gewissheit, denn ich wusste ja, sie tankten an Günthers Tankstelle.
Weshalb die Planrückstände? An den Kipperfahrern soll es liegen? Ich bin sicher, wenn der Baugrund noch nicht aufbereitet ist. Wir kriegen nicht mehr Kipperfahrer. Es ist exakt geplant worden. Jeder Kipper transportiert eine Nutzlast von 3 Tonnen und hat täglich 7 Fuhren zu machen. Hm. Und wenn einige nicht 7 Fuhren fahren? Aber sie fahren. Moment mal. Nicht 7 Touren? Wie kommen Sie darauf? Wir haben das noch nie überprüft. Das ist Sache des Kraftverkehrs. Aber wir tragen die Verantwortung, wenn die Wohnungen nicht rechtzeitig fertig werden, obwohl die Investmittel voll verbraucht sind. Und die Kumpel schimpfen, weil sie arbeiten und arbeiten und statt der Prämien Vorwürfe bekommen. Wir werden eine Kontrolle organisieren. Die Kraftfahrer dürfen davon natürlich nichts merken. Ist klar. Aber wenn Sie Ihre Kilometer nicht fahren, das müsste man doch am Kraftstoffverbrauch merken. Ich werde das in der Direktion besprechen. Na, Sie sind ja morgen in Urlaub. Vielleicht soll ich nicht fahren. Aber nein, wollen Sie Ihre Hochzeit verschieben? Das mit den Kipperfahrern ist doch bloß eine vage Vermutung. Und Sie fuhren? Und ließen Günther allein? Aber ich hoffte doch, so würde ich ihn schneller zur Einsicht zwingen. Ich hatte ihm doch von den Kontrollen erzählt, die bei uns in Betrieb kommen würden. Auf diese Weise mussten doch diese Manipulationen herauskommen. Ich war sicher, dass er sich nun stellen würde. Er hat mir auch schon am Abend nach meiner Abfahrt geschrieben. Er hat ihn noch geschrieben? Ja, hier. Lesen Sie. Liebe Helga, es ist zwar schon spät, aber ich gehe jetzt zu meinem Chef, wie du mir geraten hast. Dann wird kommen, was kommen muss, aber ich verliere dich nicht. Warte auf mich, bis ich dich hole. Ich denke schon morgen. Kaber weiß also alles. Helga, Sie müssen jetzt für Günther handeln. Günther. Alles ist gut. Das ist eine Genossin von der Kriminalpolizei. Helga, hat damit nichts. Das wissen wir ja. Würden Sie bitte alle Tankkreditscheine herausnehmen? Also, ich verstehe wirklich nicht. Bitte. Hier sind sie. Diese 5 interessieren mich. Wieso? Ist damit irgendwas nicht in Ordnung? Soweit ich orientiert bin, kostet 1 Liter Dieselkraftstoff 1,40 Mark. Sie sind richtig orientiert. Wie weit wir orientiert sind, werden Sie noch feststellen. Was soll ich da verstehen? 100 Liter kosten also 140 Mark. Hier sind 5 Tankkreditscheine. A, 100 Liter. Sie haben also einen Wert von 700 Mark. Wie viele solche Scheine sind in einem Scheckheft? 50. Mhm. 50. 2 Hefte? Also 100 Scheine brächten demnach 14.000 Mark. Was soll denn die Rechnerei? Es geht um diese 5 Tankkreditscheine hier. Welche Wagen haben Sie damit betankt? Na, vielleicht erinnern Sie sich doch noch. Das sind die Nummern des Betriebes, der diese Scheine ausgibt. Welche Betriebe lassen Ihre Fahrzeuge bei Ihnen betanken? Das müssen Sie doch wissen als alter, erfahrener Tankwart. Na, hauptsächlich ein Baubetrieb. Und dort werden Name und Schecknummer notiert, wenn ein Fahrer ein Heft erhält. Es lässt sich leicht feststellen, wer heute mit diesen Schecks bei Ihnen getankt hat.
Woher stammen also diese Scheine? Ich habe schon mal gesagt, das weiß ich nicht. Kennen Sie Herrn Hellwig? Hellwig? Er ist Fahrdienstleiter. Vielleicht hat er mal bei uns getankt. Wir könnten Herrn Hellwig fragen, an wen er die Scheckhefte ausgegeben hat. Was halten Sie davon? Ihre Sache. Also, befragen wir Herrn Hellwig. Herr Hellwig, würden Sie sich diese Scheine bitte ansehen? Was ist damit? Die stammen aus Ihrem Betrieb. Kommen Sie darauf? Die Nummern. Unsere Nummern. Holen Sie sich doch einen Stuhl. An wen haben Sie diese Tankkreditscheine ausgegeben? Das kann ich im Moment nicht sagen. Sie müssen darüber Unterlagen haben, nicht wahr? Ja. Die Tankkreditscheine, die werden eingetragen. Ja. Da kann ich Ihnen helfen. Das hat uns Ihre Direktion zur Verfügung gestellt. Wollen Sie bitte nachsehen? Verstehe ich nicht. Die Nummern stehen nicht drin. Das haben wir auch schon festgestellt. Vielleicht sind Scheckhefte gestohlen worden. Mir ist das ein Rätsel. Herrn Ramminger kennen Sie wohl. Ramminger? Diesen Herrn da. Nee, habe ich nie gesehen. Sie wissen auch nicht, dass uns seit 3 Tagen die Nummern des Scheckheftes bekannt sind. Dass Ihnen das rätselhaft ist, glaube ich gern. Nee, ich kann dazu nichts sagen. Und Sie? Ich auch nicht. Ich rede jetzt kein Wort weiter. Was zu sagen war, das habe ich gesagt. Prost. Da bin ich wieder. Wir können dir nicht anhängen. Dann müssen wir vorher aufstehen. Wir können dir nicht beweisen. Wer ist sonst hier? Nee, mich haben sie auch vorgeladen. Der Junge ist erste Klasse. Kommt bestimmt noch was. Die Rohrberg hat gequatscht. Die Rohrberg? Wahrscheinlich hat es deutlich gesagt. Aber das kriegen wir wieder hin. Was ist denn eigentlich los? Warum musstest du zur Polizei? Nur ein paar Auskünfte. Auskünfte über einen Tankkreditschein. Worüber? Hast mich schon verstanden. Ich verstehe nichts. Weißt du, Sabine, jeder kann ja mal eine Dummheit machen. Dusselig quatschen. Aber wenn das dann Folgen hat, dann soll man sich nicht drücken. Das habe ich nicht verdient. Ich dachte immer, wir sind gute Freunde. Ich begreife überhaupt nichts. Du hast bei mir im Bungalow gesehen, wie Helbig mir ein Scheckheft gegeben hat. Wie kommst du denn darauf? Also nicht. Was soll denn das heißen? Bist du wirklich so dämlich? Also wie redest du mit mir? Ich will nur, dass du mich verstehst. Gelner hat nicht verstanden und dann war es zu spät. Dann kam, was kommen musste. Hast du damit zu tun? Das hättest du nicht sagen dürfen. Was meinst du damit? Wie ist das zu verstehen? Also dämlich kann doch keiner sein. War Gellner auch so dämlich? Guten Abend, Herr Ramminger. Ja.
Ich kann nur wiederholen, den kenne ich nicht. Und Sie? Nein. Wie kommen denn nun diese Scheine von Ihnen zu Ihnen? Ihre Schichtleiterin, Herr Ramminger, war Gast auf Ihrer letzten Party, oder wie Sie das nennen, in Ihrem bescheidenen Wochenendhäuschen. Fräulein Rohrberg sollte jetzt vielleicht nicht verschweigen, was Sie damals beobachtet haben. Und ich soll Ihnen vielleicht nicht verschweigen, was Sie sich da für eine Zeugin eingefangen haben. Eine ehrgeizige dumme Pute, die was mit unserem Chef hat und deswegen Schichtleiterin wurde. Sich natürlich dementsprechend aufführt. Natürlich hat sie längst bemerkt, dass wir bloß grinsen, wenn sie auftaucht. Und wie reagiert so eine Frau? Wie alle Frauen. Auch ein dreckiger kleiner Racheakt ist ihr nicht so schäbig. Das ist die Rohrberg. Die VP fällt noch auf sowas drin. Ah, kann ich bloß sagen, pfui Teufel. Darf ich vorstellen, das ist Leutnant Rohrberg. Fällt Ihnen und Herrn Hellwig jetzt vielleicht ein, auf welche Weise die Tankkreditscheine Ihren Besitzer gewechselt haben? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Gellner hat auch nicht verstehen wollen und dann kam, was kommen musste. Vielleicht sagen Sie dazu etwas. Die Entlüftungsschraube an der Bremsanlage seines Wagens wurde kurz vor Fahrtantritt gelöst. Das ist doch die Aussage Ihres Tankstellenleiters. Er hat beobachtet, was da im Schuppen vor sich gegangen ist. Was ist los? Was hat er mit Jelner gemacht? Damit habe ich nichts zu tun, das kann ich beschwören. Die Kreditscheine, die hat Ramminger von mir, das stimmt. Wie konnten Sie die Hefte entwenden, ohne dass das auffiel? Ich habe Fahrzeuge damit belastet, die gar nicht mehr im Betrieb waren. Das haben wir mit den Kontrollorganen Ihres Betriebes auch schon festgestellt. Ja, aber den Gellner... Da hat nun der Tankstellenleiter Kerber etwas beobachten können. Nach seiner Aussage... Der soll das Maul halten, der steckt das selber drin in der Geschichte mit dem Kraftstoff. Das ist bloß Wissen, der König, dieser blöde Hund, was der... Was ist mit König? Fragen Sie doch selber. Was wollten Sie heute Abend von der Genossin Rohrberg? Ich hab doch nicht gewusst, dass das eine von euch ist. Das will ich Ihnen glauben. Was haben Sie im Schuppen gemacht, bevor Gellner erschien? Ich... Was wollten Sie am Auto? Ich möchte bloß wissen, was Ihnen der Ramminger da erzählt hat. Bestimmt, dass er damit nichts zu tun hat. Das behauptet er. Das ist eine Sauerei. Dabei war er doch. Jedenfalls, ich habe die Entlüftungsschraube nicht angerührt. Also Ramminger? Wieso? Sie sagten doch eben, dass er es war. Ja. Nee. Ich meinte... Was meinten Sie? Er hat gesagt, der Gellner muss kapieren, dass es uns ernst ist. Und ich sollte... Was? Ich wollte was machen. Aber da kam Gellner. Und da habe ich gesagt, dass wir was vorhatten. Und dass beim nächsten Mal nicht bloß bei einer Drohung bleiben würde. Aber das war natürlich nicht ernst gemeint. Das müssen Sie mir glauben. Welchen Grund hätten wir dazu? Ich habe da gar nicht angerührt. Das habe ich natürlich dem Ramminger nie gesagt. Warum? Sie kennen Ramminger nie. Sie haben auch geschwiegen, als Gellner verunglückt war. Oh, ich habe es dem Ramminger gesagt. Aber der hat bloß gelacht. Was willst du denn, sagt er. Welche Knie? Es war ein Autounfall. Es kommt alle Tage vor, wenn einer nicht vorsichtig genug ist. Ramminger hat ihn also nicht geglaubt? Nee. Aber Sie müssen mir glauben. Müssen wir? Genosse Kilian. Genosse Oberleiter. Herr König bleibt hier. Aber ich habe nichts am Wagen gemacht. Das müssen Sie mir glauben. Was meinst du? Ich möchte ihm glauben. Leutnant der Kriminalpolizei sind Sie. Dafür haben Sie aber ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich lasse Sie nur ungern gehen.
Und Ramminger hat gestanden? König auch. Unterschlagung in diesem Ausmaße. Und das in meiner Tankstelle. Waren denn noch mehr beteiligt? Ramminger behauptet es. Das wäre ja... Es sind Behauptungen. Hat er Namen genannt? Ja. Wem? Beschuldigungen müssen erst nachgewiesen werden, bevor wir uns äußern. Das müssen Sie verstehen. Ja, natürlich. Aber wenn man das... Wir wollen uns gerne den Schuppen noch einmal ansehen. Den Schuppen? Gehen wir also. Ja, bitte. War die Tür so weit auf? Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Als Sie wenige Stunden vor dem Autounfall König und Gellner am Wartburg sahen, wo standen Sie da? Etwa hier. Aber da konnten Sie doch nur den Skoda sehen. Ja, heute steht ja auch nur mein Wagen in der Garage. Der Wartburg stand also hinter dem geschlossenen Torflügel. Ja. Wie konnten Sie ihn dann sehen? Zusammen habe ich König und Gellner an dem Wagen... Aber da können Sie doch nicht außerhalb des Schuppens gewesen sein. Wo sonst? Zum Beispiel von hier? Ja, aber das müsste ich ja schließlich wissen. Sicher. Ich bin Ihnen gern behilflich, wenn Sie irgendetwas suchen. Ja. Dann darf ich Sie bitten, den Kofferraum zu öffnen. Ihr Handschuh? Ja, man macht sich ja schließlich nicht gern die Finger schmutzig. Kein Zweifel, mit diesem Handschuh hat der Täter gearbeitet. Hier sehen Sie die Rissstelle am rechten Daumen. Die Spuren am Griff des Maulschlüssels weisen die gleichen Merkmale auf. Fein. Gellner war am Abend vor dem Unfall noch in meiner Wohnung. Seit einem halben Jahr habe ich in die eigene Tasche gewirtschaftet. Was haben Sie? Zusammen mit Ramminger und König. Sie meinen, Sie hatten Plusdifferenzen und haben die hin und wieder nicht abgeführt, hm? Chef, Sie verstehen mich nicht richtig. In Ordnung ist das natürlich nicht. Ja, aber jetzt sind Sie ja wenigstens ehrlich. Das werden wir schon wieder hinbiegen, ne? Ist nicht mehr hinzubiegen. Ja, als Schichtleiter muss ich Sie natürlich ablösen. Ich werde mich der Polizei stellen. Ja, wollen Sie? Wollen Sie Ihr eigenes Leben verfuschen? Das will ich eben nicht. Kommen Sie morgen nach der Schicht zu mir, dann sprechen wir nochmal über die Sache. Ja, die paar Mark werden ja wohl zu ersetzen sein. Paar Mark? Es handelt sich um ein paar hunderttausend. Machen Sie mal einen Punkt. Sind Sie krank? Ja, ich verstehe. Sie haben Kummer, Ihre Braut ist weg. Ich begreife ja, dass Sie da deprimiert sind. Ich habe morgen Spätschicht. Ich wollte vorher noch zu ihr. Ja, ja, das ist gut. Sprechen Sie mal mit ihr. Und stellen wollte er sich, hat er mir gesagt. Mir war klar, was das für mich bedeutet. Ramminger, den würde man verhaften und... Ja, der würde mich mal mit hineinziehen. Sie haben sich doch hineinziehen lassen, jahrelang, und wurden nicht schlecht bezahlt. Aber ich habe immer gewarnt. Was heißt gewarnt? Seit ich festgestellt habe, dass wir laufend einen Überhang an Kraftstoff haben, der dann gewissermaßen auf eigene Rechnung verkauft wurde... Das haben Sie festgestellt und nur gewarnt? Ramminger war damals Schichtleiter. Ja, und da habe ich ihm erklärt, dass es sich um Diebstahl handelt und dass ich das nicht dulde. Und? Da hat er mir mit Kündigung gedroht. Und da gab ich auf. Sie gaben nicht auf, Sie machten mit?
Ich fand ein paar Mal Geld in meinem Schreibtisch. Aber Ramminger erklärte, das wären Trinkgelder und er könnte doch seinen Chef nicht verhungern lassen. Sie haben kassiert und geschwiegen, jahrelang, und die Schadenssumme wuchs und wuchs. Ich habe Ramminger als Schichtleiter abgelöst und Gellner eingesetzt. Ich dachte, jetzt ist Schluss. Ja, die hatten ja auch schon genug. Und dann kommt dieser Gellner zu mir und ich dachte, die Welt bricht zusammen. Ihre Welt sollte nicht zusammenbrechen. Und das Ergebnis war, Sie haben die Entlüftungsschraube gelöst. An sowas habe ich nie gedacht. Das war reiner Zufall, dass ich in dem Schuppen war, als dieser König reinkam und sich Herrn Gellners Auto zu schaffen machte. Und was König nicht geschafft hatte, haben Sie auf bessere Weise zu Ende gebracht. Das war eine Kurzschlusshandlung. Bitte glauben Sie mir. Einen Unfall habe ich nicht gewollt. Herr Kerber, als Gellner verunglückte, war die Brandsanlage funktionsuntüchtig. Also sind Sie schuldig, genauso wie Ramminger und König.